Thomas Schaaf, er forderte, dass seine Mannschaft nach dem Kantersieg im UEFA Cup auch heute den Fans schönen Fußball bietet. Eckball Werder durch Johan Miku nach einer Viertelstunde. Hansa Rostock noch ohne Gegentor in der Fremde. Und das blieb zunächst auch so. Frank Verlaat, Werders Abwehrchef, mit der bis dahin besten Gelegenheit. Armin Fee, Rostocks Trainer, zeigte sich wenig beeindruckt, denn seine Mannschaft hatte kaum Mühe in der Defensive, kam aber nur durch Vorbeck zu einer Torchance im ersten Durchgang. Es war eine schwache Partie. Frank Rost, Werders Ex-Keeper, einer von 33.000, die auf Besserung hofften. Die Bremer dachten da vor allem an Hades Deas und den Brasilianer Ailton. Aber der hatte nicht seinen besten Tag erwischt. Keine Tore auch nach gut einer Stunde. Aber Werder im zweiten Durchgang, die klar bessere Mannschaft, die sich nun auch etliche Gelegenheiten erspielte. Aber auch Hades Deas machte es nicht besser als zuvor Ailton. 0:0 am Ende, 8 Tore im Europacup, keines gegen Rostock. Den ein oder anderen Treffer hätten sich die Bremer gern für heute aufbewahrt. Wenn man die Spielanteile gesehen hat, dass wir dann nur noch auf ein Tor gespielt haben, dann ist sicherlich zu wenig bei rumgekommen. Aber man muss auch sagen, wir müssen vielleicht heute auch mal mit dem Unentschieden zufrieden sein. Noch zufriedener der Anhang aus Rostock. Auch wenn es mit dem vierten Auswärtssieg nicht klappte, blieb eine Serie bestehen. Hansa-Torwart Schober ist in fremden Stadien noch immer ohne Gegentor.